Video zeige ich euch die Inbetriebnahme des Practice Chanters. Meistens kommt er nicht zusammengebaut, wenn ihr einen bestellt. Er kommt geteilt. Ich nehme den vorsichtig auseinander. In Windkapsel inklusive Mundstück, Rohrblatt und der untere Teil, die Spielflöte mit den gebohrten Löchern. So sieht das Ganze aus, wenn es bei euch im Paket ankommt. Oben ist der sogenannte Hanffaden, die Hanfwicklung. Das dient dazu, um diesen Practice Chanter zusammenzubauen und damit es dann auch hält. Hier gibt es verschiedene Arten von Hanffaden. Ich werde dazu höchstwahrscheinlich ein eigenes Video machen. Das Thema ist etwas größer, um darauf jetzt einzugehen. Aber wie gesagt, diese drei Teile, daraus besteht ein Practice Chanter. Wie baue ich nun diesen Practice Chanter zusammen? Zuerst, ihr seht euch das Rohrblatt an. Es ist ein Doppelrohrblatt und sollte nicht verbogen sein. Die Lippen sollten schön symmetrisch verlaufen. Ihr könnt auch dieses Rohrblatt, Reed, Englisch, direkt anspielen. Es sollte einen schönen Ton von sich geben. Wenn ihr zu fest reinpustet, dann geschieht Folgendes. Das Reed hört einfach auf. Das kann auch im Practice Chanter passieren, wenn er Practice Chanter spielt und zu viel Luftdruck hineinpustet, dass plötzlich kein Ton mehr aus dem Practice Chanter rauskommt. Zuerst kommt das Rohrblatt, so dass es gut sitzt in dem Reed Seat, so nennt man das, die Bohrung für das Rohrblatt. Wenn das Rohrblatt gut sitzt, ganz vorsichtig fügt ihr beide Teile zusammen, greift dann eng und dreht ganz langsam den Practice Chanter zu, bis beide Teile vollständig verbunden sind und dann kann es auch schon losgehen. Lernen des ersten Tons, der Tonleiter und viele mehr gibt es extra Videos, wo Schritt für Schritt erklärt wird, wie ihr vorgeht, um den Dudelsack auf dem Practice Chanter zu erlernen. Die Links zu diesen Videos findet ihr auch unten in der Videoinformation. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut. Ansonsten abonniert einfach meinen YouTube-Kanal und ihr seid immer abgedatet, wenn ich neue Videos hochlade. Habt ihr noch Fragen zu anderen Themen, zu diesem Thema, schreibt sie einfach unten in die Videokommentarbox und ich mache, wenn es die Zeit zulässt, ein eigenes Video über eure Anfragen.